aber überall für ihren guten Rhabarberkuchen bekannt. Und weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte und sie öffnete eine Bar, die sogenannte Rhabarber Barbara Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Bar bald Kunden, und zwar wilde Barbaren. Diese Barbaren kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurzerhand Rhabarber Barbara Bar Barbaren nannte. Nun, die Rhabarber Barbara Bar Barbaren hatten riesige Bärte. Wenn nun die Rhabarber Barbara Bar Barbaren ihren Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart schneiden ließen, gingen sie zum Barbier. Und der einzige Barbier, der einen Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart schneiden konnte, nannte sich logischerweise der Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier. Und nach dem Schneiden des Rhabarber Barbara Bar Barbarenbartes trank der Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier meistens ein Bier. Das sogenannte Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier-Bier. Dieses Bier schmeckte auch einem jungen Mädchen namens Barbie. Dieses Mädchen nannte man daher Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier-Bier Barbie. Barbie hatte in ihrem Haar immer einen Stoffbär hineingeflochten. Dieser Bär nannte sich daher üblicherweise der Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier-Bier Barbie-Bär. Dieser Bär wurde von Barbie sogar als Spielzeug verkauft. Die Käufer mussten den Bär allerdings nicht mit einem Scheck, sondern im Bar bezahlen. Sie zahlten somit den Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier-Bier Barbie-Bär Bar. Nun, es kam letztlich so weit, dass der Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier mit Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier Bier Barbie, die in ihrem Haar einen Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier Bier Barbie Bär hatte, des Öfteren einen Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier Bier trank und auch gleichzeitig in der Rhabarber Barbara Bar mit dem Rhabarber Barbara Bar Barbaren einen Rhabarberkuchen aß. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann trinken die Rhabarber Barbara Bar Barbaren noch heute mit dem Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier in der Rhabarber Barbara Bar ein Rhabarber Barbara Bar Barbarenbart Barbier Bier. Und heute sind die Rhabarber Barbara Bar Barbaren unter den Namen Rechtsanwalte Meier und Kasper auf der ganzen Welt bekannt. Prost!